Gleich, die Zutaten sind immer dieselben und es gibt immer das gleiche Rezept. Das Essen wird abgeschoben vom Systemkoch und dann kommt es daraus. Kantinen machen das zum Beispiel genauso. Die Zukunft der Systemgastronomie, die zeige ich Ihnen jetzt von AI Wok. Und das hier ist auch schon der gesamte Innenraum. Ein Tresen, ein paar Plätze am Fenster und die kleine Küche mit den 4 Kochrobotern. Es gibt ungefähr 8 Gerichte zur Auswahl. Und so funktionieren die Kochroboter. Eine Pfanne wird mit Induktion erhitzt, dann kommen die Zutaten aus den weißen Schälchen, das Rührgerät im Deckel rührt das Ganze um. Der Chef ist hier Jan Wu. Herr Wu, Sie haben die ganzen Kochroboter aus China mitgebracht. Genau, ja. Also dieses Konzept haben wir in China so über 60 Laden, also 60 Geschäfts. Und was ist der Vorteil von diesen Kochrobotern? Erst, also wie Sie wissen, dass in China auch die Personalkosten steigen auch. Und mit unserer Technik haben wir, sagen wir mal so, wir brauchen keine professionellen Koch mehr. Also das kann ich feststellen mit meiner Hand, so alle Verbindungen, die, also unser Programm hochladen. Jeder Programm ist eine Speise. Das heißt, Sie können hier sitzen mit Ihrem Handy, den Kochroboter bedienen und der kocht dann das Essen? Genau, ja. Muss man irgendwann nur Start drücken, ja. Das ist modern, das gucken wir uns jetzt an. Wenn man kein Handy hat, kann man auch mit dieser Chipkarte das Programm in den Kochroboter einspeichern. Und dann geht's auch schon los. Zuerst wird Öl erhitzt. Dann kommt Knoblauch dazu. Wir machen eine italienische Pasta mit Meeresfrüchten. Der Knoblauch wird erhitzt und angeröstet. Und dann ist es Zeit für die Meeresfrüchte. Auch hier wird wieder erhitzt und gerührt. Nun fehlt noch die Sahnesoße. Ich könnte das Ganze natürlich auch mit einem Kameraroboter drehen, dann hätten meine Kamerafrau Inken und ich mehr Zeit. Machen wir aber nicht, denn die Bilder von Inken sind wirklich schön und besser als die von einem Roboter. Wir sind bei den Nudeln, die kommen jetzt in die Soße dazu. Wieder wird gerührt und erhitzt und dann ist das Essen auch schon fertig. 4 Minuten hat das Ganze gedauert. Sehr heiß. Hat der Kochroboter gut gemacht. Der schmeckt sehr, sehr lecker. Ist eine klassische Nudel mit Sahnesoße und Meeresfrüchten für 9,95 Euro. Und jetzt wollen wir natürlich gucken, was der Kochroboter Asiatisches auf der Pfanne hat. Was essen Sie? Hier sind Thai Curry mit Hühnchen. Ah, wie schmeckt das? Vom Roboter gemacht? Wie in Thailand. Wenn ich es nicht wüsste, dass es vom Roboter ist, würde ich es nicht glauben. Was essen Sie? Rindfleisch mit Zwiebeln. Ist das für Sie ein Unterschied, ob es ein Mensch macht oder ein Roboter beim Essen? Ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Da stellt sich natürlich die Frage, ist das wirklich die Zukunft? Gastronomie-Experte Markus Ayron, ist das die Zukunft? Ja, die Zukunft hat sicherlich hiermit angefangen, weil wir sprechen ja jeden Tag über Personal, was wir nicht finden. Es will keiner mehr Koch werden, es will keiner mehr im Restaurant arbeiten. Und hier hat man halt 4 Roboter aufgestellt und die setzen gerade 4 Menschen. So, und das war's von hier. Abschließend möchte ich natürlich sagen, dass sich das jeder selber aussuchen kann, von wem er sein Essen gekocht haben möchte. Ich persönlich mag es gerne, weil es sich nicht nur um Nährstoffaufnahme, sondern um Genuss handelt, wenn es ein Mensch zubereitet und der das mit Liebe macht. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen sehr, sehr leckeren Abend. Wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder.